Moin, moin. Ich bin's, Micha, Autoaktiv. So, der nächste Morgen bricht an. Wir sind gerade aus den Federn. Sind noch ein bisschen später heute. Heute soll es dann auf den Randane gehen. Randane Nationalpark. Mal gucken, ob man da wandern kann. Im Moment ist noch trocken. Soll später Regen geben. Zwar kräftig, aber wir lassen uns überraschen. Und abschrecken lassen wir uns sowieso schon mal gar nicht. Gut, gucken wir mal, was wird. Wir machen jetzt schnell noch ein bisschen Frühstück und packen unsere Kiste wieder zusammen und dann geht's los. So mehr oder weniger unsere letzte touristische Aktion heute, sag ich mal. Am Freitag, gut, man kann noch ein bisschen was gucken, dann geht's zurück auf die Fähre und wieder zurück nach Deutschland. Okay, schauen wir mal. Bad weht im Wind und wir sehen uns vom Randale später. Macht's gut, bis dann, kommt mit. Nochmal guten Morgen. Wir sind losgefahren. Und wie man gerade sieht, sieht das ganz beschissen aus. Also mit Wanderung im Randale wird es glaube ich nichts werden. Wir sehen dann erstmal die touristische Straße da. Da gibt es so ein paar Pünktchen, die man sich angucken kann. Gucken wir mal, ob wir gucken können. Je nachdem, wie es aussieht. Ja, okay, aber ihr seht ja selbst. Okay, wenn ihr Bock habt, kommt weiter mit. Wir melden uns von der ersten Seesichtung. Bis später. So, wir sind jetzt auf dieser, ich sag mal Touristenstraße, die Norweger so eingerichtet haben, wo es besondere Sehenswürdigkeiten gibt. Wir haben, wie gesagt, schon noch ein bisschen verfeinert. Hier und da ein bisschen architektonisch mal hingestellt. Und da fahren wir jetzt mal auf. Das sind so 75 Kilometer. Mal sehen, was zu sehen gibt bei diesem Wetter. Ja, hier in diesem Rondan Nationalpark laufen auch ca. 4000 Rentiere frei rum, weil sie gerne Flechten fressen. Die hier, wie man sieht, dieses gelbe Zeug, gibt auch andersfarbige, aber gelb ist hier ganz viel. Scheinbar sehr viel vorhanden ist, das mögen sie. Ja. Mal gucken, vielleicht sehen wir welche. Wandern wir so. Ja, wandern wäre hier ganz gut gewesen. Wollten wir ja eigentlich, aber. KR bedeutet Maut. Ich glaube schon. Münze Krone. Okay, wir fahren weiter. Wir nehmen den nächsten. Das ist ein schöner Wanderplatz hier. Stimmt wohl.
Ja, Freunde, wir scheuen keine Wetter. Wir gehen raus, wie es kommt. Das Schiff da. Gucken. Das ist eine Quarte Dura. Short Walks. Hätten wir gern gemacht, einen Short Walk. Also, wir scheuen ja kein Wetter. Wir scheuen kein Wetter. Wir machen jetzt mal einen Short Walk. Was gibt's denn da drin? Nichts Besonderes, oder? Ich hab einen Kaffee. Ach so. Okay, Info kann man vielleicht später nochmal holen. Strombüren. 50 Jahre war der 2012. Gehen wir mal ein Stück, he? Bis dahin. Ja. Und tschüss. Das reicht dann noch für die Jacken. Obwohl es geht gerade ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, ob ich abgeschlossen hatte. Naja, passiert ja nichts. Schlüssel habe ich zumindest meine Tasche. Was natürlich wieder passieren könnte, ist, für 100 bisschen reicht es bestimmt. Stehen da scheinbar überall diese Schildchen. Wenn man denen folgt, kommt man irgendwann wieder da vorne raus. Vielleicht. Gucken uns jetzt hier diese Brücke an. Ach, guck. Da ist noch mal so ein Bauernhof oder was auch immer da oben ist. Warum so lange Häuser, ne? Ach so, hier so ein Touristenhütte hat auf. Wahrscheinlich die da. Grundig, Björn, Hocher und irgendwo anders. Mal gucken hier. Oh, ist doch ziemlich stabil. Hier wackelt es ein bisschen, okay. Schön klares Wasser. Gut, he? Reicht. Hab auch gerade meine Wanderschuhe nicht an. Der Rondan Nationalpark, Welcome Till. Okay. Leute, Scheißwetter, aber egal, müssen wir ab und zu auch mal mitmachen. Das ist schön, nicht zulassen, das ist schön. Eine Landmarke hier. Okay, Ende.
Kann man dich wieder ins Bett stecken. Steigen wir der Kiste mal aufs Dach hier. Bei schönem Wetter hat man bestimmt einen geilen Blick darauf. Ja, dann machen wir sie doch mal geil. Okay, wie gesagt, das war der erste Streich, erste Sehenswürdigkeit oder wie man es nennen mag. Wir fahren zur nächsten. Okay, kommt weiter mit. Auf geht's. Das sind die neuen, ne? Ja. Ich glaube nicht. Doch, die habe ich drauf gesehen hier. Siehst du auch hier. Die neuen. Ah, die hier. Das war doch ganz anders. Hast du nicht einen alten 100er vielleicht? Ich glaube, ich hatte einen alten 500er. Achso. Es wäre morgen. So geht unser Kirsten Flagstad. Ich bin der Meinung, ist das so, aber ist ja auch egal. Ein Aussichtspunkt halt. Schön dahin betoniert, sieht aber gut aus. Tja, wenn jetzt Sicht wäre, könnten wir mal bestimmen, welche Berge da vor uns sind. So leider. Ja, der gleiche hängt da vorne. Das waren nur mal anderthalb, glaube ich. Da vorne kommt gleich nochmal so ein Platzen. Mal sehen, was das ist. Oh, es geht ein wenig bergauf. Wir haben die Hoffnung, dass wir nochmal so eine Hochebene wie gestern so ähnlich besichtigen dürfen gleich. We'll be right back.
das Wetter ist richtig scheiße. Ich sehe nichts. Hier, kurz vor, war das kurz, war vor Oslo, auf der E6. Die Kilometer waren wir schon in der Baustelle mehr oder weniger. Ja, das ist 15 Kilometer, würde ich sagen. Ja. Haben die Jungs ordentlich zu tun, wir haben schon gesagt, haben sie wahrscheinlich alle Bauarbeiter Norwegen zusammengezogen. Ja. In Oslo, wir kämpfen uns jetzt mal quer durch Oslo. Da, wie gesagt, wir sollen so fahren. Nach Larvik. Gut, vielleicht kriegen wir ein bisschen was zu sehen. Nur mit dicken Verkehr. Und hier auf der Seite geht's. Raus aus der Stadt, ist mehr los. Aber wir werden mal gucken, was noch kommt. Wir sind ja noch nicht ganz in der Stadt. Naja, fast. Hier, so viele Möglichkeiten haben sie hier auch nicht. Spur extra für die Kollegen zu bauen, ne? Nein. Zu machen. Nein. Aber es gibt sie, wir haben sie eben schon gesehen, die extra Spur für Busse und Elektroautos. Ja, aus dem Tunnel raus und da vorne geht es gleich in den nächsten rein. Ich wollte halt mal einen kleinen Blick werfen lassen, falls mir jemand sieht, so viel ist nicht, aber ja. Tesla sehen, ja, einer nach dem anderen. Ja. So wie das gut, Feierabendzeit. Ja, es hat wie in jeder deutschen Großstadt auch. Raus aus der Städte, Stau. Ja, guten Morgen, Freunde. Ich stelle euch mal hier ein. Wie ihr seht, ist hier ordentlich was los. Wir packen, wir hauen ab. Wir gucken uns noch ein bisschen hier heute Larvik an und heute Nachmittag geht es aufs Schiff wieder zurück. Okay, gut. Wenn noch nachher was unterwegs zu berichten gibt, melden wir uns, zeigen wir euch dann. Ansonsten habt viel Spaß. Bleibt gelassen. Ciao. Thank you.
Achtung, Fähre. Ah, stimmt. Wir fahren also auf die Fähre, sagt der Navi. Und da hat sie nicht das Unrecht. Jetzt rechts abbiegen. Genau, wer zuerst kommt, mal. Im Straßenverlauf 164 Kilometer folgen. Im Straßenverlauf 164 Kilometer folgen. Ja. Machen wir. Rüber sollst du, hat er gesagt.